Hallo, ich lege vor euch die Karten zum Thema, was du übersiehst. Es handelt sich hier um eine zeitlose Kartenlegung. Das bedeutet, dass du kannst jederzeit es anschauen, wenn du die findest. Es ist eine Kollektivlegung. Das bedeutet, es kann passen zu dir oder auch nicht. Und diese Kartenlegung wird manches dir aussagen. Es sollte dir helfen, reflektieren deine Situation, in der du befindest und vielleicht siehst du diese Situation auch von anderen Winkel. So, wir fangen an. Ich würde mich freuen, wenn es dir gefallen hat, dieses Video, dass du machst einen Like oder abonnierst oder auch machst einen Kommentar. Das würde meinem Kanal helfen sehr. Und ja, ich lese sehr gerne die Kommentare und würde auch gerne lesen. So, aber fangen wir jetzt an. Hier, bei dir handelt es sich um einen Neubeginn mit einem Mann. Das ist ein sehr, sehr weiser Mann. Sehr lebenserfahrener Mensch, der ist gütig, der ist gut. Und du überlegst über diesen Neuanfang mit ihm, etwas Neues zu starten mit ihm. Ob das ist beziehungstechnisch oder Beruf oder auch irgendwie anders, aus Freundeskreis oder auch in deinem Leben. Auf jeden Fall, du überlegst mit deinem Mann Neubeginn starten oder auch allgemein diesen Menschen kennenlernen. Und dieser Mensch ist wirklich sehr, sehr weise, der ist sehr gutherzig, der wird dich unterstützen. Das ist wirklich ein Mentor, das ist ein Mensch, der kann dir den Weg zeigen in irgendwelche Richtung. Was in der Vergangenheit stattgefunden hat, das sind zwei Personen, die hatten eine Beziehung und das übersiehst du. Das war sogar vielleicht sogar Hochzeit oder Ehe von diesen Menschen. Irgendwas da ist stattgefunden, was jetzt in deinem Leben eine Rolle spielt, was du nicht betrachtet hast. Zwar gab es einen sehr großen Streit, einen sehr großen, jemand hat da wirklich übel mitgespielt. Und das ist gut ausgegangen, weil weder du noch auch die andere Person hat dabei gelitten. Trotzdem, es ist so, dass du das übersiehst, diese Konsequenzen davon oder was es mit dir macht, mit deinen Gefühlen macht oder auch die Gegenüberperson. Was möglicherweise stattfinden kann, dass du hast mit übelwollende Person zu tun, vielleicht sogar auch, es wird irgendwelchen Schreiben aufgesetzt, vielleicht mit Brief und Siegel, es geht um den Geld, es kann auch sein, dass du auch wirst in diesbezüglich handeln, es geht um nicht wenig Geld und du wirst da sicherlich Sorgen machen, aber auch fordern dein Recht, weil das ist auch mit Recht zu tun, mit Gerechtigkeit zu tun oder auch mit etwas, wo es handelt sich um vielleicht Darlehen oder sowas in der Art.
Aber das ist alles, was jetzt auf schriftlicher Form, also mit Brief und Siegel sozusagen. So, was du übersiehst in Zukunft, wenn du bestimmte Themen übersiehst, wie diese hier und diese. Es handelt sich um ein Ehepaar und es handelt sich um einen Streit oder auch mit ganz bösen Worten, also sehr schlechte Nachricht, die zum Guten ist gewendet. Dann wirst du eine Nachricht bekommen von Ausland. Möglicherweise jemand versuchen, diplomatisch mit dir eine Vereinbarung treffen. Und diese Nachricht wird mitteilen etwas wie eine Flucht, über eine Flucht, eine Person, die wie geflüchtet ist, wie weggelaufen ist, wie ist aufgebrochen, ohne jemand was sagen. Das kann auch jemand sein, der verreist. Und diese Nachricht, die wird kommen, die ist für dich sehr, sehr wichtig, weil das ist, hat etwas mit dem gesamten Bild zu tun. Diese Nachricht, die kommt und mitteilt, dass es jemand ist, plötzlich wie auf der Flucht verreist. Sogar vielleicht steht zwischen mehreren Personen, mehreren Frauen, wird dich beunruhigen. Du solltest auf jeden Fall schauen, was dir diese Aussagen sagen und ob es überhaupt zu dir treffen. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber das, was ich sehe, teile ich dir mit. Wie ich schon sagte, handelt sich um eine Kollektivlegung. Es kann eintreffen, es kann nicht eintreffen. Schau dir genau hin, manipuliere dich nicht. Wenn dir gefallen hat, würde mich sehr freuen über ein Like, ein Abonnement oder auch ein Kommentar. Ja, ich würde mich freuen, von dir wieder was zu hören. Oder auch wieder was, dass du zuschaust mich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und schau weitere Videos an.